Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einer weiteren Map-Vorstellung. Ja, heute wollen wir uns hier die Oberbayern 22 anschauen, aber Obacht, nicht zu verwechseln mit der Oberbayern 2022, weil die ist nämlich vom lieben Glammi. Also das sind zwei unterschiedliche Karten. Allerdings haben beide den Ursprung im LS19, denn ja, beides sind Konvertierungen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal diese Version an. Und ich glaube zu wissen, dass es hier sich um einen brasilianischen Mapper handelt. Deswegen, wir gehen gleich mal rein. Schauen wir mal kurz, was wir uns hier erwarten können. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass nur ein Hof fertiggestellt ist und die anderen Höfe kann man sich selber bauen. Ja, ich kenne die Karte weder im 19er noch im 22er, deswegen los geht's. Wir schauen mal rein. So, also. Wir starten hier auf jeden Fall mal in einer, ich nenne es mal Innenstadt-Fußgängerzone. Oh, gucken wir mal. So, KI-Verkehr ist auf jeden Fall auch am Start. Und wir gucken jetzt einfach mal kurz hier in die Luft. Gucken uns das Ganze mal an, wie das hier ausschaut. So, also, was sehen wir? Wir sehen hier auf jeden Fall mal eine Stadt oder ein Dorf. So, Hintergrund haben wir Berge. Die Karte ist auf jeden Fall hier hügelig. Feldformen sind absolut unterschiedlich in der Größe und Form. Jo. Gut, gucken wir uns auf jeden Fall mal im Detail an, hätte ich gesagt. So. Ich wollte jetzt gerade mal irgendwo hinspringen zu einem Fahrzeug, aber ich musste jetzt gerade feststellen, es gibt keine Fahrzeuge. Können wir auch gleich mal kurz überprüfen. Jo. Also Gerätschaften sind leider keine dabei. Was man noch wissen sollte, ihr braucht auf jeden Fall ein paar zusätzliche Mods. Die müsst ihr selber runterladen. Sind aber mit angegeben und dürften, glaube ich, auch jedem bekannt sein. Und zwar hier zum Beispiel das bayerische Hofpack von Bernie und noch so ein paar andere Sachen. Ja, wir gucken mal kurz einmal durch hier. So, da haben wir auch noch einen zusätzlichen Mod Steinverkaufsstation. So, sonst bei den Tieren. Schaut gut aus. Deko ist Standard. Und jetzt, ja, Bodentexturen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind alle. Okay. Da haben wir auch schon mal mehr gesehen. Und ja, dafür haben wir bei den Bäumen umso mehr. Und bei den kleineren Pflanzen und Sträuchern haben wir auch ein wenig mehr als bei so manch anderer Karte. Ja, dann lassen wir das Ganze nochmal kurz ein wenig wirken. Wir folgen mal der Straße hier zum, ich würde mal sagen, Händler. Und machen mal einen kurzen Blick hier auf die PDA. So, jetzt ist die große Frage. Man sieht hier, das sind die verschiedenen Höfe gewesen, auch mit den Bezeichnungen hier. Und was ich auf jeden Fall jetzt mal schaue, Land gehört uns jetzt definitiv mal keins.
Preistechnisch gucken wir mal die Bereiche, wo die Höfe sind. Oh ja, die sind nicht von schlechten Eltern. Da braucht man das nötige Kleingeld im Portemonnaie. Ja, sonst, wie sieht's hier aus? Wir haben hier zusätzlichen Lavendel verbaut. Sonst irgendwelche zusätzlichen Güter außer Lavendel? Nein. Tierställe haben wir natürlich auch keine. Feldmissionen gibt es. Und Produktionsketten haben wir natürlich auch nichts gekauft. Ist eh klar. Ja, deswegen würde ich sagen, wir kaufen jetzt mal alle Farmlands und gucken uns mal an, was hier so entsprechend verbaut ist. So. Jetzt gucke ich mal, ob wir da irgendwo hinkommen. Wir sind jetzt auf der Karte hier oben. So. Vehicle Selling, Fahrzeughändler. Ist klar. So, das schaut so aus. So, hier haben wir eine kleine Tankstelle. Jawohl, die ist auch eingezeichnet. So, was haben wir hier noch? So ein kleines Fastfood-Restaurant. So, was haben wir hier? Ah ja. Dann noch die Zuckerfabrik. Getreidemühle, Müslifabrik gibt es hier auch noch auf dem Gelände. Jawohl. Okay, also was mir sofort auffällt, bis auf hier vorne, wo so ein bisschen mit unterschiedlichen Texturen gearbeitet worden ist, es wirkte sehr steril. Ich habe jetzt gerade die letzten Tage ein paar andere Karten aufgenommen, vorgestellt. Und wenn man hier alleine nur so ein bisschen so ein, ja, Grünstreifen oder auch nur so ein bisschen Dirt, ein bisschen, ja, Deko hinstellt, dann wirkt das gleich ganz, 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 ganz anders. Also wesentlich freundlicher. Ja, das mal so viel dazu. So, da haben wir hier den Bauernmarkt. Spannend, also da passt, glaube ich, das Schild nicht ganz dazu. Weil der sieht nämlich, glaube ich, anders aus. So, was haben wir da noch? Dahinter. So, da haben wir eine Mühle. Ja, also ich sag mal, hier sind auf jeden Fall schon mal Ansätze zu erkennen. Auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Deko. Gut, hier haben wir jetzt so eine Abtrennung drin. Ja, macht's auf jeden Fall schon mal schöner, damit man also die Übergänge so ein bisschen besser kaschieren kann, so wie hier. So, hier auch so ein bisschen das Grün, wo das runterkommt. Also, es sind auf jeden Fall interessante Ansätze da. Okay, wir gucken mal weiter. Hier haben wir noch einen kleinen See. So, ein bisschen Boot. Sitzgelegenheiten. Gut, hier könnte man natürlich jetzt noch ein paar Enten oder irgendwie Fische schwimmen lassen zum Aufwerten. So, Viehhandel, den haben wir da ganz oben. So, lassen wir das Ganze mal auf uns wirken. So, okay, also hier. Kommt mir auch vor, als ob da irgendwas fehlt. Oder ist das so gewollt?
Ja, eigentlich müsste ja diese Rinne entweder hier so schräge gehen. Okay. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Habt ihr diese Karte oder diese Version schon mal ausprobiert? Okay. Auch spannend. Gut, das war der Fahrzeughändler. So, Schreinerei. Okay. Ja. Gut, also wenn ich das so auf mich wirken lasse, dann sieht das für mich im ersten Moment aus, okay, ich stelle das mal dahin und bin aber noch nicht wirklich fertig. Also, okay, auch ein bisschen unscharf die Textur. Okay, hier war auch noch ein bisschen Versatz drin. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Riesenfeld. So, Gesteinsbrecher, gucken wir auch nochmal vorbei. Sollte, glaube ich, mittlerweile jeder kennen. So, und jetzt gehen wir mal, nehmen wir jetzt mal hin, die Spinnerei nehmen wir noch mit. Ja, auch hier. Das ist so ein harter, krasser Übergang. So schaut das hier schon, ich sag mal, ganz anders aus. Wenn man das Ganze hier auch so ein bisschen längs zieht, dann wirkt es gleich viel freundlicher. So, hier parkt man ein Auto, das ist auch cool. So, was haben wir hier? Wir haben eine kleine Sprungschanze für Verrückte. Ah, ich verstehe schon. Hier war ursprünglich mal ein Hof. Alles klar. Müsste man mal gucken, ob man die Gebäude so wieder platziert kriegt, dass das entsprechend funktioniert. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter hier. Gucken uns als nächstes die nächsten Plätze an. So, auch hier. Bisschen erhöht das Ganze. Und jetzt kommen wir hier zum Einser. Okay, der Hof ist auch nicht da. So, dann haben wir hier den Viererhof. Ist auch nicht vorhanden. So, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir denn da unten? Da ist noch der Fünfer, Sechser und der Dreier und der Achter ist da ganz unten. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal an, ob irgendein Hof hier zu finden ist. Weil es soll ja angeblich einer da sein. So, was ist die Frage? Da. Okay, also da ist schon mal keiner. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. So, Hof Nummer 6 ist auch nicht vorhanden.
So, und Hof Nummer 3 ist auch nicht da. Jetzt bin ich irritiert. So, suchen da unten. So, was haben wir jetzt hier? Kalkstation und noch eine Kalkstation. Ist auch nicht schlecht. Ja, und der Hof ist auch leer. Jetzt bin ich aber mal richtig irritiert, denn es hieß ja, es wäre ein Hof da. Das lese ich mal gerade durch. Nö, da steht jetzt nichts. Außer dass es halt keine weiteren gibt. Im Moment haben wir nur eine. Eine Farm. Es gibt andere Länder, die gekauft werden könnten und Platz haben, um ihre Farm selber zu errichten. In der Release-Version 1.0 beginnen sie mit einer Farm und einigen Feldern. Also entweder ist da irgendwas schiefgelaufen. Denn, wie gesagt, ein Modpack habe ich mit drin. Wir gucken gleich mal in die Fehler rein, in die Log, ob da irgendwas drin steht. Aber vorher gucken wir uns hier nochmal das Ganze an. So, Bakery, Ölmühle und Traubenverarbeitung, Molkerei. So, Biomasseheizkraftwerk, Brauerei, Restaurant, Verkaufsstellen. Alles hier so in diesem unteren Bereich. Ja, auch da ja, ziemlich hart auf harte Übergänge. Das zieht sich hier größtenteils leider durch die Karte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die andere Oberbayern-Karte mit verlinken soll oder nicht. Aber ich denke mal, ihr wisst ja sonst, wo ihr suchen müsst, um diese Karte zu finden. Um mal einen direkten Vergleich zu haben. Und ich sag mal, von der anderen Version, da habe ich, glaube ich mal, ich war das, glaube ich, im Ende 22 oder so. Da haben wir auch schon mal die Singleplayer-Version vorgespielt. Gibt es ja auch noch eine Multiplayer-Version davon. Deswegen, ja, ich glaube, Google ist dein Freund. Müsstet ihr also relativ schnell finden. So, hier haben wir noch einen Ballenverkauf. Okay. So, was haben wir da noch? Bäckerei und Pizzeria. Okay, also ich muss mal sagen, also dieser Laden hier, ne, der passt ja irgendwie vom Stil überhaupt nicht in dieses ganze Bayerische. Das ist ja so eher American-mäßig oder so. Okay, da hätte man vielleicht definitiv was anderes wählen können. So, Landhandel ist auch immer Besuch wert. Gut, ich wollte gerade sagen, hier fehlt ja die Deko komplett. Okay, also für mich ist die Karte definitiv noch nicht fertig. Und die Stone Selling Station. Aha. Das ist ein komischer Steinhaufen. Gut. Ja, auch hier sieht man. Hingestellt und nach mir die Sintflut. Ist jetzt ein bisschen bös und übertrieben gesagt. Oder hier, da guckt noch eine Textur raus. Ja. Da bin ich leider schon ganz andere Sachen gewohnt oder die ich gesehen habe. So, hier haben wir auch irgendwie
Schaut das ein bisschen komisch aus. Also es zieht sich hier doch wie ein roter Faden durch. An der Karte ist einiges noch zu machen. Ja, auch hier. Gut, dann würde ich sagen, wir werfen mal einen Blick in die Lok. Vielleicht verrät die uns, warum da kein Hof ist. So, Error, Index not found, Lure, Callback, Missing AI Update. Uiuiuiuiuiui. Index not found. Holla die Waldfee. Ja, also ich muss mal ehrlich sagen, da ist noch einiges mehr und gröber im Argen, hätte ich gesagt. Ja, also da gehört definitiv, bevor man das vernünftig spielen kann, leider noch einiges gefixt. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Und wie immer an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Und falls natürlich noch nicht geschehen, wie der Großteil leider der Zuschauer, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Da freue ich mich und natürlich auch der YouTube-Algorithmus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und sage ciao, ciao.